Egal ob zweite Liga, egal ob wir gewinnen oder Verlierer sind. Es hat mit Stolz zu tun, weil ich Berliner bin. Unterstütze dieses Team, wenn nötig, mit der Faust aufs Kinn. Wir sind die Masse der Hauptstadt. Nenn uns die blau-weiße Großmacht. Was hast du da eben gesagt? Eine Stadt, ein Team, ein Ziel. Denk nochmal nach und das heißt 1892. Wir greifen an und das heißt Achtung, ringfrei. Das ist unser Kampf und jeder tut, was er kann. Denn die Verpflichtung entstammt aus der Liebe unserer Väter. Wir überrollen das Land. Yeah. Es geht um mehr als einfach nur im Stadion stehen. Es hat mit Herz zu tun, wenn wir die Mannschaft kämpfen sehen. Es geht um Schmerz, Tränen, die Gefühle außer Kontrolle. Wir holen die Meisterschaft, koste es, was siehst du die Fahnen? Ich kann nur davor warnen, dass solche Idioten die Oberhand gewinnen. Das darf nie und nimmer passieren. Da müssen wir rigoros durchgreifen. Durchgreifen. Bewaffnet mit erhobenen Stangen und Latten liefen sie in Richtung der Spieler. Extrem aggressiv. Der Angriff kam völlig überraschend. Ich mach mich auf den Weg, ein neues Spiel steht an. Schwarze Jacke, schallblau-weiß, Deos ruft die Brüder an. Seid ihr bereit? Denn heute kann es brenzlig werden. Eine Mannschaft aus dem Süden, KSC gab die Beschwerde. Kein Problem, denn dafür muss man einstehen. Einsehen ist so eine Sache. Aggressive Jugend, Repression, Polizei, Gewalt und Stadionverbote. Pyro ist nur Lichterschmuck, warum nennt ihr uns Chaoten? Ist egal, auf dem Weg zum Westkreuz. Die S-Bahn voll, Tempelhof ist meine Gegend. Keiner von uns Bodybuilder, keiner ist ein Überbreiter. Doch ich schwör dir, du willst keinem meiner Jungs allein begegnen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht aggressiv. Diese Sache anders. Adrenalin gesteuert. Adrenalin als Feuer, das die Masse antreibt. Wütend auf die Feinde, die sich in der Stadt so rumtreiben. Jeder macht seinen Mund auf, doch es ist nichts dahinter. Ich schweige lieber, wenn ich weiß, dass es keinen Sinn hat. So oder so, wir sind blau-weiß, schwarz-weiß. Sei ein Teil der Masse, jeder ist willkommen im Verein. Und langsam wird es kalt. Ich sehe die Stadionlichter, Jacke zu, Kragen hoch, das Blut rascht wie durch einen Trichter. Ich spür den Herzschlag in der Brust, meine Faust ist geballt und mein Augenlid, das tut, ich bin auf 180, meine Sinne sind gespannt wie Draht. Hauptstadtkult kämpfen bis zum Ende, was hab ich gesagt? Und viele haben gefragt, Dicker, bleib doch mal ganz ruhig. Doch wenn's um diese Mannschaft geht, drehen die Gefühle durch. Ich seh die Feinde kommen, andere Lieder, fremde Wörter, kann mich nicht mehr halten. Dieser Junge ist einfach gestört an. Ey, stört. Verrückt ist der Mann. Richtig verrückt. Der durchgeknallter Typ ist der Mann. Sag dir. Hör mir auf. Ey, sag mal, ich meine, die um Hertha. Sag mal, ich bin im Stadion oder bin ich hier in New York, Harlem, hier Hippie, Hoppy, Rap, Rap. Was soll das? Das ist doch völliger Blödsinn. Ich meine, Hertha, ja? Für Hertha brauchst du richtig Feiermucke. Techno. Richtig auf die Fresse, sag ich dir. Mann, hör mir auf. Wer liest den Kopf? Hey, wenn unsere Mannschaft spielt. Hertha BSC. Blau, weiß, blau, weiß. Ich seh die Masse toben. Auf den Rängen von oben. Zeit, der Ball, der rollt, yeah. Volle Power, Fäuste hoch, es soll ein Sieg werden, 5-0, wir leben den Hauptstadtkult und es schreit hier groß oder klein, jung oder alt, schwarz oder weiß, Ost oder West, ganz Berlin ist hier vereint, das hier wird ein Fußballfest und die Spieler spielen das Leder, Zweikampf, die alte Dame auf Sack und jeder fiebert, dem Tor entgegen, Lieder im Chor